Und zwar ein Kollege von mir hat mir eine Story erzählt. Und dann hat er auch als Proof eine Sprachnachricht abgespielt. Da hat es mich ja komplett ins nächste Universum geschossen vor Lachen, ne? Was denn? Hab locker 2 Minuten durchgelacht. Und zwar, der hat richtig einen reingesoffen. Mhm. Also ich muss erst das andere erzählen. Und zwar, der geht immer mit seinen Jungs in eine Stammdisco. Und der Kellner da, der immer halt Schicht hat, wenn er meistens am Start ist, so, der ist halt schwul. So. Mhm. Und der macht ein bisschen Auge auf den Kollegen, weil der ist halt auch scheiße, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen darf. Er ist halt ein Außenländer und so ein Ciccolo, weißt du, wie ich meine? So. Ja, okay. Und die Jungs haben den gesagt, ey Bruder, der macht immer Auge auf dich und so. Flirt mal ein bisschen mit dem, dann kriegst du gratis Getränke. Dann hat das echt gemacht auf V-Mann-Basis. Dann kriegt er echt immer gratis Drinks. Mhm. Und das ist halt so die Vorstory. Dann erzählt er, alter Carsten, letztens so einen reingebechert. Dann wache ich auf Sonntagmorgen mit dem Kater, mein Kopf dröhnt aus der fucking Hölle. Dann höre ich bei WhatsApp Sprachnachricht ab von dem Typ. Erstmal, woher hat er meine Nummer? Bruder, die Sprachnachricht, die hat mich ja komplett weggelötet. Der so, ja, mein Hübscher, dies, das, was du gestern gesagt hast, fand ich ja schon nice. Deshalb, wenn du dann mal Bock hast mit einem Mann und so, musst du ja mich gar nicht anfassen. Aber ich komme einfach vorbei, wenn du Druck hast und dann, ja, dann würde ich dir einfach einen lutschen. Bruder haut der einfach so raus in der Sprachnachricht. Dann sag ich so, Bruder, was hast du dem erzählt? Der so, ich weiß es nicht mehr, ich will nicht mehr. Alter. Ich will nicht mehr in meine Stammdisco. Verdammt, holy shit. was weil Alkohol anrichten kann. Der Typ kommt doch nicht mit sowas um die Ecke und hat deine Nummer, Bruder, ja, wenn du nicht dem irgendwas an die Backe gelabert hast in die Richtung. Komplett die Ehre entwendet, Mann. Alter. Und sofort, wenn du diese Memo gerade anhörst, wenn du gerade aufgewacht bist, Alter. Digga, die Memo war der Hammer, Alter. Sie haben ihn Frank. So. Vor allem, wie der geredet hat, weißt du, der war halt einfach schwul. Mhm. Und die haben ja ein bisschen eigen, nenne ich es jetzt mal, aber der war voll gut drauf, Digga. Der war voll überzeugt, Alter, ja, Mann, wir treffen uns dann, dann kau ich dir richtig die Nudel. Oh mein Kumpel sitzt da früh um 10 am Sonntag im Bett, Alter, und hört die Sprachnachricht. Er ist bestimmt nochmal ins Koma gefallen danach. Das ist so. Also es gibt verschiedene Arten da, ne? Es gibt halt auch diese Schwulen, die halt extrem weiblich sind, aber es gibt ja auch ganz normale, ne? Das fällt ja auch gar nicht auf. Jo, soll's geben. Es gibt auch hotte Lesben, Digga. Fällt auch nicht auf, dass die Lesben sind. Echt? Also da muss ich sagen, habe ich noch nie eine gesehen, außer in Pornos, Digga. Sonst doch, ich schon. Waren das keine richtigen. Das sonst sehe ich da immer nur die mit dem Irokesen. Ich hatte was mit einer, Digga, die war bi. Klar ist jetzt keine Lesbe, aber die ist halt bi gewesen. Und sie war halt der weibliche Partner. Mhm. Weil mit der wollte ich mal ein Dreier, aber ja, schwieriges Thema mit einer, die bi ist. Weil die meisten haben dann die Einstellung, ja, sie wollen, dass die andere Frau nicht eine richtige Frau ist, sondern halt, weißt du, wie ich meine? Kurze Haare und so, die ist ja, das. Ja, klar, ja, na klar. Wo du als Mann dann auch eher die Meinung vertrittst, ganz schnell los, aber ganz schnell. Mhm. Ja, unlucky. Ja, hatten wir ja auch schon mal erklärt. Stimmt. Mit passiv und aktiv. Also ist ja dieses Mann, wenn man Frau ist. Crazy. Weißt du, was Klabusterbärchen sind? Mhm. Na, dann will ich es jetzt auch nicht erzählen, Alter. Irgendwas Ekliges. Habe ich doch, glaube ich, sogar schon mal in deinem Stream gehört, ehrlich gesagt. Ja, ist eher nicht so nice. Sag ich jetzt mal. Okay. Ist etwas, was normale Menschen nicht tun, sagen wir mal so. Okay, danke, Chat. Eigentlich hat Carsten gesagt, dass ich es besser nicht erfahren soll. Danke, dass ihr mich aufklärt. Es geht auch, glaub, vorne rum mit Tagen-Livestream. Ich glaube, beides bezeichnet man als Klabusterbärchen. Also Blutreste in den Schamhaaren der Frau. Ey, das ist ja schon anders abteilen, wenn die so lange Schamhaare hat, dass das anders hängen wird. Bruder, auf was manche Leute stehen, Mann. Plättgeist ist krank. Ja, es gibt ja Leute, die sich anscheißen lassen und so. Ja, ich habe mal so eine Reportage darüber gesehen, dass sich Leute Kacke in so Eimern bestellt von anderen Frauen. Und dann essen die Scheiße. Und im Endeffekt hat da so ein fetter Kerl reingekackt. Was für ein... So ein chipsfressender Fettwanz. Scheiß da rein. Und verkauft es als Frauenkacke. Woher willst du das wissen, dass das wirklich eine Frau geschissen hat? Oh mein Gott. So einen richtigen dünnen Schiss dahin gepfeffert.
Muskus. Alter, du frisst da einfach die Scheiße von dem anderen. Also ich erzähle jetzt eine Storypain, ne? Da sind wir ja gerade beim Thema quasi angelangt, mein lieber Livestream. Nochmal kurz hier die Ohrenstäbchen gezückt, kurz mal die Ohren geklärt, zack, zack, spitzt die Ohren. Ja. Ich mit einer am Schreiben sind schon ein paar Jahre quasi ins Land gegangen, dass das her ist, aber die Story werde ich nie vergessen. Ein bildhübsches Mädchen, die hatte Titten, ja, hat man quasi auf den Augen, ich habe ja sowieso so Scanneraugen, ich sehe ja direkt, welche Körbchengröße das ist. Erfahrung macht da quasi den Unterschied. Die hatte Titten-Livestream, die hätten die Sonne verdunkeln können, ne? Da fängt es ja schon mal gut an. Bildhübsches Mädchen, Instagram, Facebook, alles ganz normal. Richtiger Fang. Richtiger Fang. Beste Leben. So. Ich mit der am Schreiben, die da sind wir beim Thema angelangt, wo wir alle immer hinwollen, ne? Worauf steht's denn so? Dies, das, alles cool. Auf einmal kommt die mir um die Ecke mit Pipi-Spiele. Ich so, was? Digga, ich weiß es noch genau, wie ich bei Facebook geschrieben habe. So, was? Natursex. Was für Pipi-Spiele? Die so, ja, halt mich anpinkeln oder ich pinkel dich an. Ich so, Alter, wieso steht man auf sowas? Wie bist du denn da drauf gekommen? Ja, mein Ex, der stand da drauf, fand's am Anfang auch irgendwie weird, aber... Ja, dann fand ich es irgendwann geil und mittlerweile stehe ich da voll drauf. Ich so, also ist es für dich eine Grundvoraussetzung? Die so, ja, ohne geht nicht. Direkt blockiert. Wenn die Kackreste an deinen Arschhaaren kleben, Carsten muss lernen, dem kleinen Jonas die Wahrheit zu erzählen. Liebe geht raus an die Wuchtbrumme, Carsten Herz. Alles klar, Pain. Geht's noch, oder? Das ist ganz, ganz schlimm, oder? Genauso schlimm, dass... Sam gerade wieder donated hat und dann wird vorgelesen, wenn die Kackreste an deinen Arschhaaren kleben. Das wurde einfach jetzt gerade von der Computerstimme vorgelesen. Achso. Horror. Überleg also dieses an... So, das wieder auf. Du brauchst auch übrigens einen, hast du einen Button, dass du das direkt muten kannst, falls da irgendwas Rassistisches oder so rein drin ist. Klar, eigentlich. Ja, hab ich am Stream Deck eigentlich. Ja, habe ich am Stream Deck. Sollte man schon haben, Digga, so eine Mute-Taste dafür. Ich darf echt nie beim Essen deinen Stream schauen. Das nehme ich als Kompliment. Hast du schon mal eine schwangere Asiatin gesehen? Noch nie eine gesehen. Ich habe vorhin auch einer reingeschrieben. Nee, noch nie im Leben habe ich eine schwangere Asiatin gesehen. Glaub, denen ihre Kinder bringt der Storch da. Ja, oder die spawnen wie bei Call of Duty einfach. Ja, Mann. Also, das zum einen, und ich habe auch noch nie einen schwarzen Chinesen gesehen. Nee, egal. Gibt's einfach nicht. Diese Mischung aus Dunkelhäutig und Chinesisch, das gibt's nicht. Ja, ich glaube, das wird einfach dann im Genpool nicht vermischt so. Kann sein, das Kind wird schwarz, aber kriegt dann halt nicht die typischen Augen. Oder andersrum. Gibt welche? Ich schon. Rocco von Pokémon. Junge, Pokémon wahrscheinlich, oder? Okay, scheint echt welche zu geben. So ein Asiate mit einem BBC. Schmutzig. So ein Dreibeiner-Asiate. Oh Mann. Alava? Weißt du, woher das eigentlich kommt? Warum manche Regionen quasi halt besser bestückt sind und manche nicht? Nee, Bruder, keine Ahnung. Das ist voll interessant. Und zwar, das hat den Ursprung aus einer Zeit, wo wir noch mit Stock und Stein quasi unterwegs waren. Und zwar, ganz einfache Gleichung, Digga. Bei uns war es so mittelkalt. Da war die Gefahr da. Da durfte er nicht ganz so groß werden, weil je größer er ist, desto schlimmer ist die Gefahr, dass er absterben könnte, wenn es zu kalt ist. So. Mhm. Und in den richtig warmen Teilen der Welt, ja, da konnten sie quasi bis zum Erdkern baumeln, weil, ja, da besteht die Gefahr nicht, dass das Ding abfriert. So, und bei den... Ich darf ja das Wort nicht sagen. Bei den Asiaten und so, also das ist halt früher so gewesen. Da war es halt richtig kalt, angeblich. Ja. Die Asiaten so werden geworden, direkt im Mathebuch gespawnt. Das ist halt immer noch im Genpool. Das ist wirklich so, Livestream. Also das ist halt wirklich den Ursprung. Und der Natur ist es egal, ob du das feierst, ob du einen kleinen oder großen Dödel hast. Das dauert teilweise zehntausende Jahre, bis die Evolution sich umstellt. Oder nicht zehntausende Jahre, aber tausend Jahre gehen da mal ins Land, du. Ja, krass, das ne? Das ist, ja, also macht sogar Sinn. Da kriege ich auch Biolehrer hier. Ja, viele prophezeien ja auch, dass wir... so in den nächsten paar hundert Jahren der Kopf, also die Kopfbehaarung bei uns weggehen wird, weil eigentlich brauchen wir die nicht mehr.
Gerade in den Ländern, wo es nicht so warm ist, ne? Also, warum haben wir eigentlich Haare auf dem Kopf, Payne? Weil zwischen den Haaren und der Kopfhaut entstehen Luftpolster und die kühlen den Kopf. Wenn du nämlich mit einer Glatze in die pralle Sonne gehst, Bruder, da raucht ihr aber die Birne. Hm. Ja. Und die Haare kühlen dann quasi durch die Luftpolster. Scheiße. Deshalb in den richtig heftigen Wüstengebieten und so, die tragen doch immer so einen Turban, ne? Ja. Dann denkst du, Alter, denen ist doch so warm, warum sind die noch so eingepackt? Ja. Weil dann die Hitze quasi nicht die Kopfhaut und so erreicht. Ja. Die Luftpolster dann in dem Turban auch kühlen. Warum haben wir dann Haare am Sack? Schamhaare also sind ja, haben ja sowieso nochmal einen anderen Zweck. Genau, die sind ja eigentlich für erhöhtes Lustgefühl zuständig. Weil wenn beide Partner ganz gut behaart sind da unten, in der Theorie, ja, dann fühlt sich das ganz gut an, wenn die Haare dann auch noch aneinander reiben. Dachte für Geruch. Aber bei unserer Gesellschaft ist es halt einfach üblich und ich finde es auch super, dass man halt untenrum nackig ist, gerade als Frau. Und der Typ hat, wenn überhaupt, ja, ein 5-Tage-Bart untenrum, sage ich jetzt mal. Weil ich stell mir halt einfach so vor, Digga, die soll meinen Schwanz im Mund nehmen und ich habe einfach Haare am Schwanz. Weißt du, nicht oben oder an der Seite? Das ist Carsten ja okay. Carsten ist Biolehrer, so, deswegen ist so er also Haare so passiv. Selber, die gute alte Wuchtbrumme. Finde ich auch. Finde ich auch. Von daher, jeder kennt es, Digga. Immer den Krampf, den Dödel in die Hand nehmen und langziehen beim Rasieren. Damit es eine gerade Fläche anders ist. Anders Schiss, dass man kommt. Sich schneidet, Digga. Immer anders Schiss. Ja, ich habe einen, wo das nicht geht. Gott sei Dank. Landpisserei ist ja okay, aber ich finde nichts schlimmer als die Leute, die sich von Tieren nehmen. Oh, Bruder, hör bloß auf. Da wurden damals ja auch mal so Gruppen. Ne? Ja, natürlich. Da wurden damals auch so Videos in WhatsApp-Gruppen geschickt. Das war halt, Digga, ist das Ekelhafte, was geht. Ich habe nur mitbekommen, das ist, glaube ich, auch schon, was weiß ich, 10 Jahre her oder so, dass eine mal bei so einem Pornodreh verreckt ist, weil halt das Pferd oder so, ne? Pferd, genau, sie halt richtig aufgerissen hat. In ihrer Gebärmutter und so, und dann ist sie verblutet, Bruder, komplett geisteskrank. Sollte auch absolut verboten werden, Mann, die Scheiße. Das ist ja verboten. Ach, Digga, 1000 Wege ins Gras zu beißen, das war geil. Beste Serie damals. Weiß ich noch, da wurde einer, früher haben die Flugzeuge, wenn du auf dem Klo warst, haben die das, rausgeschossen. Und da ist ein Flugzeug in richtig kalten Höhen gewesen, dann hat sich das verklumpt, dann wurde irgendein Mensch von sozusagen einem fliegenden Batzen Kot erschlagen. Ja, und seitdem dürfen die das nicht mehr. Du läufst einfach über die Straße. Darüber darf man eigentlich nicht lachen, aber WTF. Digga, du wirst einfach von einem fucking steinharten Kotstück gehittet, Digga. Und mich fuckt schon ab, wenn Vogelkacke auf meinem Auto ist, Digga. Das ist next level. Das ist so traurig, Kappa. Also wer so stirbt, der hat auch das Leben durchgespielt vorher. Ja, ein scheiß Pop. Ja, Mann, 200er Crit mit der Pampa hat der bekommen, Alter. Der hat's richtig weggeschossen. Ja, krass, Digga. Und in einer Folge war, da haben irgend so paar Druffis, Digga, die hatten kein Gras mehr und da haben die angefangen in ihrem Garten alle möglichen Pflanzen zu rauchen. Und irgendeine Pflanze, wir atmen ja, Luft kommt in die Lungen und die Lunge verarbeitet die Luft und die ganzen Blutplättchen in unserer Blutbahn docken in der Luft, docken dann quasi durch die Lunge, kriegen die Luftbläschen angedockt und die transportieren die dann überall in unser Körper. So ähnlich funktioniert das auch mit dem Essen, weil die Energie und die Luft muss ja in den Zellen ankommen, da wo sie gebraucht wird. Und die haben irgendwas geraucht, Digga, wo die Lungenbläschen geplatzt sind. Und dann sind die quasi innerlich erstickt. Komplett, also die sind wirklich innerlich erstickt, Bruder. Komplett die geisteskranke, Ich erinnere mich nicht an so viele Folgen. Ich habe das damals mit meinem besten Kumpel, nachdem wir BO1 gespielt haben, immer ein bisschen in die Nacht rein BO1 gespielt. Danach hat er das immer extra aufgezeichnet, dann haben wir uns ins Bett gelegt da und dann haben wir es immer noch geschaut. Ich erinnere mich immer noch an die ganzen Stromtode und sowas. Sowieso. Strom? Ja, irgendwie mit Elektrizität. Ach so, oje. Wir haben anders Schiss gehabt. Stimmt, da erinnere ich mich auch noch. Einer hat auf so einer riesen Farm keine Frau gehabt zum Ficken. Und dann hat der ein Herz hat der gefickt. Ein Schweineherz oder so.
und hat das angeschlossen immer an eine Batterie und das hat ihm irgendwann nicht mehr genug gezuckt, Bruder. Dann ist er auf die gute Idee gekommen, das an die Steckdose anzuschließen und dann hat er irgendwie einen heftigen, als er gekommen ist, hat es dann irgendwie geleitet oder so und hat dann einen Stromschock davon bekommen und ist verreckt deshalb. Call of Zucki. Das ist auch ein scheiß Tod, Alter. Ja, ich war ein Bio- und Einser-Schüler. In Physik auch. In Mathe auch. Ich damals immer zu... Deutschen Zweier, aber in Englisch wurde mir leider die Ehre genommen. Nee, ich wollte darüber sprechen, wie hieß hier American Pie. Als ich sie als kleines Kind geguckt habe, da habe ich mich echt gefragt, ob das wohl geil ist, in so einen Kuchen reinzuhalten. Wenn der und warm ist, warm und weich, das ist ja kein Widerstand, Digga. Ja, aber es ist wahrscheinlich nicht das unangenehmste Gefühl. Würdet ihr einen Dreier mit noch einem Jungen machen? Fände ich nicht so geil, nee. Aber. Ich muss sagen, mit der einen oder anderen Versauten, mit der ich was hatte, Digga, mhm. Ich schon Bock gehabt. Ich muss ja, also da hätte ich wirklich dann an dem Typen nichts gemacht und er an mir nichts. Ich hätte einfach Bock gehabt, die richtig wie in den Pornos, Digga, die komplett... Alle Löcher gestopft, sagst du? Ja, komplett double zu penetrieren. Auch würde ich gerne mal wissen, wie sich das anfühlt, wenn so... Ja. Doppelt, du weißt schon. Wäre einfach geil gewesen, aber ich hatte halt nie einen guten Kumpel, der da irgendwie in Ding... So. Der dann verfügbar wäre für... So. Was meinst du? Ich bin nur weggeholt. Ich weiß nicht, Digga. Stell ich mir einfach nicht so geil vor. Mit noch einem Typen, weiß nicht, ich hätte gar keinen Bock, dann noch seinen Schwanz da zu sehen, wie er die gleiche Bums wie ich. So, das müsste mein allerbester Kumpel sein, weißt du? Dann kann man sich vielleicht irgendeine mal so teilen, aber dann auch nur irgend so eine, die man nicht kennt. Weiß ich nicht, Digga. Ja, einfach mit der mal was Lockeres hat man. Ich weiß noch, ich war in der Berufsschule. Bloß nicht schwer. Da wurde mir das zum ersten Mal angeboten, ne? Da war ich 19? Nee. 18? 17? 18? Hm. Da hat mir das einfach ein Berufsschulkollege angeboten. Wir waren bei dem, waren am Zocken und sein Bruder war mit ein paar Leuten feiern oder was trinken. Dann wurde er angerufen und meinte, hey, wie ist das? Die knall ich ab und zu, die ist besoffen, die will herkommen. Hast Bock auf einen Dreier. Und ich guck den an, guck meine Xbox an, auf der Halo 3 läuft, sag so, nee, Digga, gar keinen Bock. Muss ich aber auch sagen, ich hab Nein gesagt, weil ich war einfach noch nicht so erfahren wie heute und zweitens kannte ich den zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut. Ja, normal, das ist ja auch... Ja, da hab ich dann halt Nein gesagt, Digga. Heute würde ich absolut sagen, Bruder. Wann kommt sie? Scharf ran. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich würde nur ja sagen, wenn die beide Löcher klar macht. Also nur in die Pussy, Bruder, muss der mal teilen. Mhm. Muss einer mal einen gelutscht kriegen und oder der andere muss warten und sich das Ding selber reiben. Da hätte ich keinen Bock drauf. Schwieriges Thema. Ja, schwieriges Thema. Nachher kommt man übel früh. Ja und, Digga. Dann chillst du kurz 5 Minuten, dann steht der Aal doch wieder. Ist ja doch alle jung und knackig, Digga. Ist ja doch alle potent. Der Fortpflanzungstrieb ist mächtig. Schwieriges rein, Thema, Digga. Bruder, ich hatte und guckt Tweet. Sogar mal mit einem Mädchen eine Beziehung, die durch ihre Pille, ja, ihr Hormonhaus war Hals. Verspreche vor der Windschwanz im Mund. Ihr Hormonhaushalt war komplett zerschossen. Und sie hatte echt, ja, nicht so Bock zu bumsen, Digga. Da musst du halt mit ihr reden. Und ja, dann schlägst du sie einfach besinnungslos, vergewaltigst sie, Kappa. Nee, pass auf, was du sagst. Sie muss halt dann die Pille wechseln, ne? Sie braucht eine andere. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen Arbeit für die Frau, die richtige Pille zu finden. Ja. Du kannst ja da nicht viel machen, Digga. Das ist ja dann... Und zur Not musst du die Pille komplett absetzen. Müsste halt mit Gummi oder... Weiß nicht, Digga. Du ziehst rechtzeitig raus. Was will ich auf Krampf, Digga. Was willst du von mir hören, Digga? Was sollst du da machen mit ihr reden, Digga? Bisschen Risiko muss halt rechtzeitig rausziehen. Und wenn sie, ganz ehrlich, bin ich voll ehrlich zu dir, Bruder. Wenn du die richtig dolle liebst, Mann, dann kriegt ihr das hin. Aber wenn du die mit der ein paar Monate erst zusammen bist und Bruder, die macht nicht klar und du hast voll Bock zu poppen und die macht das nicht für dich, Bruder, dann zieh durch. Ja, so krass das jetzt klingt, dann zieh durch, Mann. Weil irgendwann wirst du eh durchziehen. Oder du gehst fremd. Und dann zieht sie durch, weißt du? Also davon, dass es bald eine Pille für Männer gibt. Echt, gibt's? Ja, das schon mal gehört. Aber. Dass wir quasi wichsen, Digga, aber die Spermien tot sind. So garstig das klingt. Weiß ich nicht.
Fände ich jetzt nicht so schlimm. Ich weiß ja nicht, ob das dann mit uns dann auch irgendwas mit den Hormonen macht. Gute Frage. Keine Ahnung. Aber bei uns, bei den Männern funktioniert ja das ein bisschen anders, Digga. Der von den Frauen, ihr ganzer, ja, das ganze körperliche Empfinden dabei ist ja viel mehr von Hormonen abhängig. Deshalb sind auch Frauen immer so zickig, wenn sie ihre Tage haben. Jetzt gerade. Das hat ja alles ihre Ursprünge. Und bei uns Männern wäre das, glaube ich, auch, aber nicht so krass. Nein, eigentlich auch nicht. Es wäre auf jeden Fall ganz interessant, gerade für Pärchen oder auch in der Situation, wenn das Mädchen halt nicht die Pille nimmt. Und ja, du als Mann dann die nehmen könntest. Ja, normal. Alter, warte mal, das muss ich vorlesen. Marto 03. Flanken finde ich irgendwie sau anstrengend. Sich einzuwedeln ist viel effektiver und zeiteffizienter. Ja, hast du nicht richtig gewusst. Marto, wenn du 130 Kilo wiegst, dann ist es auch anstrengend. Bruder. Was? Digga, was ist mit dir da? Was ist denn mit dir los, Alter? Flanken finde ich viel zu anstrengend. Ich bin lieber zeitintensiver. Ja, Bruder, der tut sich lieber 5 Minuten ein Wählen, da hat er den Rest des Tages noch frei. Seine Freundin zu bumsen, das ist ihm einfach zu zeitaufwendig. Ich weiß nicht, ob du das fühlst, Carsten, aber bei mir ist es so, bei mir, wenn ich mir nur einen wichse, dann habe ich schneller wieder Bock, als wenn ich gebumst habe. Wenn ich gebumst habe, dann dauert es länger, bis ich wieder richtig Bock habe. Weißt du auch warum? Weil die Natur nicht will, dass du dir einen wichst, Digga. Die Natur will, dass du reinspritzt in den Aal. Du sollst dich ja fortpflanzen. Das ist alles, Bruder. Das ist alles so... Ja, das ist alles kein Zufall, sagen wir mal so. Und ich merke auch immer, okay, ich wichs mir dreimal am Tag ein und es hört nicht auf, dann weiß ich, okay, es wird wieder Zeit, Mann. Du musst bumsen. Der Druck geht nicht weg. Er lässt nur nach für eine kurze Zeit. Das hört man immer so viel, Mann, dass in der Ehe dann irgendwann die Lust weggeht. Mhm. Man muss das Ganze... Das muss man richtig angehen mit der Frau und richtig viel drüber reden. Weil so passiert es dann, dass man das dann irgendwer fremd gibt oder so durch solche Sachen. Ich bin ja jetzt nicht der hier absolute... Ich weiß ja nicht, wie alt er ist und so, aber der, dann mach's doch einfach mal so. Bring ihr ein Geschenk mit, okay? Ohne Hintergedanken erstmal. Bring ihr ein Geschenk mit. 2 Wochen später bringst du ihr nochmal ein Geschenk mit. Und das dritte Mal bringst du ihr Lieblingsalkoholgetränk mit und ein Geschenk, wo Dessous drinne sind. Und dann sagst du, Baby, bin frisch rasiert, geh jetzt ins Bad, du gehst jetzt ins Bad, guckst mal, ob das dir passt, dann trinken wir ein. Mach jetzt dir einen 100 Euro voll. Haut rein. Und ja, ich habe ein bisschen Kohle übrig. Warum muss ich dir hier was erzählen, Mann? Bruder, du willst rein da. Werd intelligent, Mann. Wär flexibel. Ja, ich würde auch guck, dass die Kinder vielleicht bei deinen Eltern sind oder so für die Wochenende. Die sperrst du einfach in Wandschrank. Hör mal, das ist ja mein Stream, pass mal auf, was du jetzt hier sagst. Das war's mit der Monetarisierung. Oder das Nachmittag, da kann man schon mal ein paar so Jokes raushauen. Aber man hört das wirklich, Pain, das hast du locker auch schon gehört. Dass irgendwann in der Ehe halt... Der ja, normal, ich merke das ja auch mit Janina. Wir müssen jetzt auch nicht mehr so wie am Anfang. Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben da halt auch so, wir reden dann ja auch so darüber und dann, man muss halt auch neue Sachen ausprobieren, das ist ja ganz normal, Digga. Wenn man immer gleich so macht, das auch irgendwann keinen Bock. Halt neue und das klingt jetzt vielleicht witzig, aber warum glaubt ihr, gehen manche Pärchen irgendwann zusammen in den Zwingerclub? Ja klar, jetzt könnte ich mir das auch niemals vorstellen. So die bumsen da auch gar nicht unbedingt andere, sondern einfach dieser Kick, andere zu sehen, da kriegt man halt selber wieder Bock. Es gibt auch manche Pärchen, die haben da so eine Art Vereinbarung. Ja, da darfst du halt so, was weiß ich, einmal im Monat darfst du auch mal einen wegstecken. Woanders. Und die Frau genauso. Wenn man das miteinander vereinbaren kann, dass man da dann irgendwie, dann tut auch wieder so dieser Trieb in einem. Die aktivieren so, Alter, meine Frau will sich von dem anderen bumsen lassen, weil es mit mir nicht mehr so Spaß macht. Oder da gibt es dir extra viel Mühe. Das ist halt immer sehr individuell, meine Güte. Naja. Das ist ja quasi so eine Art Notlösung, ne? Na klar, aber wenn man... Bevor man sich dann trennt, weil es im Bett nicht mehr läuft, Digga. Ja. Mhm. Wenn man sich sonst halt wirklich absolut liebt und geiles Familienleben hat, will gar nicht wissen, wie viele Pärchen so übelst den perversen Scheiß machen, Bruder, weil es halt einfach der Kick ist für sie. Mhm. Ja, ein guter Zockerkollege von mir, der hat zum Beispiel mit seiner Freundin einfach eine offene Beziehung. Von Anfang an hatte die damit irgendwie kein Problem. Ich glaube, sogar die hat es dem vorgeschlagen. Die will es halt nur wissen.
Wenn man jung ist, kann das ja auch alles noch machen, aber sobald es dann irgendwann auf diese Familienplanung hingeht, wenn man überhaupt darauf hinaus möchte, dann geht's jetzt halt schwierig. Carpons Beste, boah, ich werde nie vergessen, wie ich damals auf Sport 1, auf DSF immer auf die Sportclubs gehofft habe, Digga, und dann immer gehofft, dass man da endlich mal eine Muschi sieht bei dem Cup. Den ganzen Cardigan und nie gehabt, eine Muschi zu sehen. Da hatte man noch kein Internet. Ja, man wusste man es gar nicht. Auch immer noch auf Bravo gewichst, auf die eine Seite in der Bravo. Ja. Digga, voll schmutzig. Und nebenan war direkt der Typ, der nackt in der Dusche. Ich fühl das so hart. Weißt du, was ich auch immer getan habe? Auf Krampf hier, ich weiß gar nicht mehr, wie die Sender hießen, wo immer die Musikvideos Ja, MTV und DSF. Wenn da geile von Flo Rida, Digga. Da gab es mal dicke Ärsche zu sehen. Auf Krampf gehofft, dass irgendwelche geilen Ami-Rapper da sind mit geilen Bitches im Video, Digga. Auf jeden, das fühle ich so sehr. Immer Flo Rida, Digga. Da waren immer dicke Ärsche und dann dachte ich immer so, boah, jetzt habe ich 3 Minuten Zeit, um loszulegen. Jetzt hab ich Digga, das ist einfach so gelustig, wenn wir darüber nachdenken. Yeah. Da war ich mal mit meinem Dad und meiner Schwester zusammen im Urlaub. Mhm. Mein Dad hatte einen Wohnwagen zu der Zeit, ne? Mhm. Und dann hat er am See gechillt. Und irgendwas wollte er, dass ich ihm hole. Yeah. Ich glaube Kippen oder so. Und Bruder, bin ich richtig in den Wohnwagen gerusht und hab die fucking, wie heißt denn dieses Magazin nochmal, wo sich alle ausziehen? Playboy, meine Fresse. Ja. Der hatte da ein paar Playboys rumliegen, Bruder. Sowas habe ich ja in dem Alter noch gar nicht gesehen. Die zieht richtig die Backen auseinander und zeigt alles. Und hab ich noch nie gesehen vorher, Alter. Ich wollte immer so eine Zeitschrift haben. Ich weiß wirklich noch meinen Gedankengang. Pain ist so krass, so sieht eine Frau von hinten aus. So, hatten wir ja vorher noch nicht gesehen, Alter. Und dann richtig drauf gefappt, Digga. Dann immer so gehofft, dass Dad nochmal irgendwas braucht, Digga. Nochmal kippen holen, Bruder. Ich glaub, so ein Glück hatte ich nicht. Ich wollte immer so eine Zeitschrift haben, immer. Aber ich habe mich halt nicht getraut und ohne Scheiß, man hatte immer so, dann ist man immer in diese Lotto-Totto-Läden, ne? In diese Zeitschrift, jetzt mal reingegangen, hat man die ganzen Zeitschriften da oben gesehen, Digga, mit den ganzen nackten Titten. Man hat immer so auf unauffällig, so immer aus dem Augenwinkel so da hochgeguckt, immer bei den Sportzeitschriften geguckt, bei Mickey Mouse und so und immer so auf Krampf so hochgeluschert, immer wo. Und dachte man so, boah, bitte, kann ich nicht irgendwie einfach die Eier jetzt dazu haben, um die zu kaufen oder die irgendwie mitnehmen? Ja, darfst du, glaub, gar nicht. Das wäre ja auch nach einem Mindestalter, glaube ich. Ich wollte immer so eine Zeitschrift haben, der. Und dann musste ich doch im Endeffekt, ich immer nach 12 Uhr wach bleiben und auf Sportclips hoffen. Und immer die alte, wie die da, diesen komischen Quiz, Digga, wo die dann nach und nach immer ihre BHs ausgezogen haben. Hat immer ewig gedauert, wo man da anrufen musste. Die hatten auch immer Schambehaarung. Ja. Also man hat eh nie was gesehen unten, also richtig. Ja, ich war anders aggressiv vom Fernseher. Aber am meisten war immer Abfuck, wenn dann wirklich Sportclips kamen. Du hast die Alter, jetzt wird richtig losgelegt. Aber dann ging das eine Minute und sofort wieder 10 Minuten Werbung. Und dann immer die 4646, bla bla bla, Granny. Ja, die irgendwas. Werbung war teilweise so eklig, weil da so viele alte Unge so am Start. Ja, genau. Das war, Und dann wollte man nicht auf die Werbung kommen. Dann dachte man sich, oh scheiße, jetzt wieder 10 Minuten warten für eine Minute. Dann haben wir mal anders den Presslufthammer rausgeholt, damit das schnell geht. Alter, fucking erste Weltprobleme. Alter, ich weiß nicht, ob du das fühlst, aber ich fühle das auf jeden Fall, wenn man sich Pornos gönnt. Damals immer. Und dann hatte ich immer richtig Schiss, dass ich wollte immer an der geilsten Stelle vom Porno genau da kommen. Und dann immer so richtig gewichst und dann so, oh, ich komm schon jetzt. Und dann kommt der Arsch vom Mann. Auf einmal wird so der Arsch von mir sein, wie er die Alte von hinten nimmt. Und du denkst so, no, 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 nicht jetzt kommen, nicht jetzt kommen. Nicht, wenn der Arsch vom Mann im Bild ist. Weil dann bist du schon... Oh Mann, ey. Ja, kenn ich, Digga. Ist heute eigentlich immer noch so, ja. Da hat er recht, der im Chat. Deshalb laufen bei mir auch immer 3 Pornos gleichzeitig. Kipo. Da bin ich bei einem mindestens immer an der richtigen Stelle. Ohne Scheiß habe ich auch schon mal Polen mehreren gleichzeitig, aber da weiß ich schon nie, von welchem ich den Ton anmachen soll. Aber du hörst eh komplett ohne Ton, oder nicht? Ja. Ich mag dieses. Also das Gestöhne von den Frauen, klar. Ist ja auch teilweise echt, weil die halt, ja, sich da halt einfach gut bumsen lassen, aber dieses Fake-Gestöhne von den Männern, das geht gar nicht, Alter. Ich verstehe auch immer noch nicht, wie Monte deutsche Bundes gucken kann. Das ist das Ähnlichste, was es gibt. Manchmal schaue ich einfach den gleichen Porno an 2 verschiedenen Stellen, auf 2 Monitore. Ja, klar, schon, das ist eigentlich auch ganz nice. Bin jetzt auch nicht auf die Idee gekommen. Das ist richtig Ehre, Alter, wenn du ein paar Lieblingsstellen hast. Ich kenne das nur, dass ich mir so denke, komm, ich gucke mir heute mal 9 Porno an, dann suche ich 3 Stunden nach dem Porno und im Endeffekt gucke ich den gleichen wie gestern. Oder weißt du, wie viele Lesezeichen ich habe mit Pornos, man, wirklich, würde ich so, ja, zu grob schätzen. Und ja, man klickt nie unten auf der Seite auf Next. Sondern man klickt immer auf, wenn man gerade bei Seite 17 ist, klickt man auf Seite 18. Man klickt nie auf Next, man klickt immer auf diese nächste Zahl.
Immer. Stan, habe ich letztens noch so ein Bild gesehen. Aber da muss man auch livestreamen, muss man ein bisschen aufpassen. Weil ich habe das bei mir manchmal gemerkt schon und bei einem Kollegen war das auch so. Das ist ja auch, wird ja schon wirklich untersucht in Studien, also es ist ein ernstes Thema. Dadurch, dass man halt jederzeit quasi unbegrenzt Zugriff hat auf, ich sag jetzt mal, Muschis und auch jeden einzelnen Fetisch, kommt es halt dann irgendwie dazu, dass man dann ein bisschen übertreibt und dann auch den Dödel am Tag mal 3, 4, 5, 6, 7 Mal wirkt. Und wenn das halt dann irgendwann zu einem Dauerzustand wird und du, dann brauchst du immer noch krankere Scheiße. Und vor allem, die meisten Pornostars, die sehen ja, die sind ja auch gemacht und das Licht und so, dies, das. Die sind mega geschminkt und so, ihr wisst schon. Und das ist halt einfach nicht mehr die Realität. Und wenn du dann dir wirklich jahrelang auf solche Frauen einwedelst, dann kannst du gar nicht mehr normale Mädchen oder Frauen sexuell so anziehend finden, wie du es eigentlich solltest. Manche Männer können es, die können all day night sich Pornos gönnen, Bruder, bei denen hat es überhaupt keinen negativen Effekt, aber bei manchen... Das macht dem Motto Loch ist Loch. Ja, bei manchen schwindet dann wirklich die Lust auf richtigen Sex, weil die halt diese Pornos wollen. Und dann wird es wirklich irgendwann schon zu so einer Wichssucht. Ja, das stimmt auch recht. Das stimmt sogar so Pornosucht, so richtig. Das ist wirklich mein Tipp. Ich hatte das so vor ein paar Jahren mal. Da habe ich wirklich einfach zu viel gewichst, sagen wir mal so. Es war alles noch im Rahmen, aber ich habe auch gemerkt so, eigentlich übertreibe ich es da so. Und da habe ich wirklich eine Zeit lang auf Krampf versucht, nur einmal am Tag maximal. Und das eine Mal, darum geht es, das war dann immer noch so viel. Da habe ich mich so drauf gefreut, Bruder. Und jeder von uns kennt es, wenn dann die Ladung so richtig geil rausgepumpt wird. Bam, 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 bam. Und wenn ihr euch fünfmal am Tag einwedelt, das fünfte Mal Orgasmus, klar ist das ein Orgasmus, so, aber das ist gar nicht mehr so geil. Was so für ein Zweck halt von einfach. Daher, ja, genau. Das ist, dann brauchst du auch so lange, das kommt auch noch dazu. Du bist dann irgendwann auch so ja, voll normal. Abgehärt. Dann bist du da 10, 15 Minuten am Wichsen. Bruder, wenn du richtig Bock hast, dann darf das eigentlich nicht länger als 2 Minuten dauern. Naja, weil auf jeden. Niemand weiß so gut, wie du es brauchst, wie deine eigene Hand, Digga. Kann keine Frau der Welt, Mann. Das stimmt. Kannst nur du. Safe. Wenn ihr jetzt gehört, sorry? Eigentlich nicht so lange dauern. Nee. Wenn ihr jetzt gehört, ein ordentlicher Riemen in einem Porno oder feiert ihr auch Only Frauen Action? Was ist mit mir mit der Zeit gekommen? Damals, ich habe angefangen mit Lesben. Fand ich damals voll geil, finde ich jetzt inzwischen voll abfuckt. Wenn inzwischen muss ich mir was reinziehen, wo die Alte richtig durchgenommen wird, sonst finde ich es nicht geil. So. Bruder, was wir labern, feier ich hart. Ja, ist aber so, Digga. Also damals, jetzt finde ich das voll langweilig, Digga. Da muss schon richtig gebumst werden. Schreib ja, Mann, Lesben heftig. Dabei rede ich gerade davon, dass es eigentlich nicht mehr so geil ist. Aber angefangen habe ich damit damals so. Ich habe mir dann auch immer die Lesben reingezogen, die mit so einem Umschnall-Dildo losgelegt haben. Ach du Scheiße. Huh. Ich schaue mir wirklich fast kein Porno an, Bruder, wenn die nicht in den Arsch gefickt wird, Mann. Manche, die ich richtig geil finde, dann... Ja, guck mal, das ist bei mir zum Beispiel anders. Ich gucke mir schon eher das an, wo es halt nicht in den Arsch geht, weil ich das halt auch selber noch nicht gemacht habe. Oh, Bruder. Irgendwann kommst du auch noch auf den Kicker, glaub mir. Vertrau mir. Vertrau dem Carsten. So Umschnell-Dildo bin ich auch raus. Ab und zu zwei hotte Weiber, die so rummachen, jo. Warum nicht? Ich find's geil, wenn die sich dann so richtig geil küssen, Digga. Weißt du, was ich mir manchmal denke? Ich schick die jetzt nicht rein und so, aber da wurde vor ein paar Monaten wurde von so einem Instagram-Model wurden die Nudes geleakt. Ich weiß nicht, ob sie gehackt wurde oder so, aber das sah alles so für mich aus, als ob sie die Bilder und Videos für ihren Freund gemacht hätte. Weil da ist auch so ein Blowjob-Video dabei. Und dann denke ich mir immer so, alter Scheiße, wenn die irgendwann mal Kinder hat, die Scheiße ist für immer im Internet und die Kinder können das irgendwann sehen. Wie ihre Mom da... Bruder, das finde ich dann irgendwie voll... Das ist sowas zu veröffentlichen, Digga, ist einfach das... Damit zerstört man halt auch einfach Leben. Das kann man einfach nicht bringen. Bin mal fast gestorben beim Wichsen zu schnell und keine Luft mehr bekommen, habe ich vorhin auch noch erzählt, weil ich das erste Mal in der Dusche mir einen runtergeholt habe. Ich dachte mir so, Alter, das ist bestimmt richtig geil. Habe ich aber natürlich Fenster zugehabt und habe anders den Kreislauf zusammengefasst bekommen, weil es so lange gedauert hat im Stehen mit Scheißwasser. Überleg mal, deine Klassenkameraden wichsen auf Nudes oder Videos von deiner Mom. Klar, das ist dann vielleicht 10, 15 Jahre her, aber Bruder, das ist ja anders ab. Das muss man sich halt immer als Frau vorstellen. Aber da kannst du doch auch gar keine Kinder bekommen, oder? Ah, und, ja, also schwierig, ganz schwierig. Oder erst richtig spät.
kannst ja vielleicht so von 20 bis 30 die Pornodarstellerin spielen, dann kommst du halt erst mit Mitte 30, Ende 30 deine Kinder. Aber überleg mal, das geht irgendwie nicht. Überleg mal, jemand geht in der Schule, sagt zu dir, ja, gestern habe ich mir einen geilen Porno von deiner Mutter reingezogen, voll drauf abgespritzt. Halt Eva-Nudes verschicken. In einer Beziehung finde ich das ganz nice. So. Sieh auch ab und zu mal unten auf der Couch und Janina schickt mir was, wie sie oben im Bett liegt und Buch. Ja, man muss halt sich absolut vertrauen und quasi auch die Vereinkunft getroffen haben, dass wenn man irgendwann sich trennt, dass man das dann ohne Wenn und Aber wieder löscht. So sagt es übrigens auch das Gesetz. Du hast diese Bilder bekommen von deinem Partner in der Partnerschaft und wenn die Beziehung oder Ehe endet, erlischt auch das Recht, diese Bilder zu behalten. Und die kann dich wirklich dafür verknacken, wenn du die Bilder behältst. Rein rechtlich. Ja. Hatte ich mal irgendeinen Fall oder so, habe ich im Internet mal mitbekommen. Finde ich aber auch gut so. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Ich meine, bei uns Männern ist das immer so eine Sache, Digga. Ganz ehrlich, Livestream, sag mir mal ehrlich, wen jucken Nudes von Männern? Ja, ist halt echt so, Digga. Wen, ich glaube, wenn ich dann von mir ein Schwanzbild rumgehen würde, würde mich das gar nicht jucken. Ja, von mir aus wissen wir, wie mein Schwengel aussieht. Ich teile alles mit meinen Chefs. Könnt ruhig wissen, wie mein Schniedel aussieht. Digga, wen juckt das? Aber von der Frau ist halt nochmal ein ganz anderes Thema. Na, ist halt echt so, vor allem, weil auch auf dem Männerschwanz, da wächst ja keiner drauf oder so. Doch, ein paar schon, aber der Prozentsatz ist, denke ich, verschwindend gering. Da spawnt Isa auf einmal im Chat, hä? Aha, Isa. Ja, Isa ist immer auf Twitter die E-Girls am Handen. Habe ich schon beobachtet. Mhm. Warte ab, wenn er seine 3 Millionen bei der WM eingesackt hat. Hast du da eigentlich mal jetzt mal einen weggesteckt, Isa, oder machst du nur Auge? Oder sparst du dir den super Kampfshot für die richtige? Expose mal jetzt hier nicht. Morgen Pain Livestream Nudes. Boah, ohne Scheiß, ich hab das schon oft drüber nachgedacht, weil Janina ja auch sowas von mir auf dem Handy hat. Und klar denkt man dann so, wenn das mal irgendwann veröffentlicht werden, aber ich glaube echt, ich hab keinen Schniedel, für den ich mich schämen müsste. Ganz ehrlich, wenn es dann rumgeht, dann musst du entweder gehackt worden sein oder jemand hat das Handy geklaut oder die hat's halt rumgeschickt. Und in jedem Fall stehst du nicht schlechter, meiner Meinung nach, weil du hast in einer Beziehung sowas rumgeschickt, was denke ich mal nicht unüblich ist oder nicht verwerflich. Und wenn es dann rumgeht, dann ist das nicht deine Schuld. Ja, normal. Das heißt, ich bin ehrlich, bei diesem Instagram-Model war das halt einfach irgendwie wieder so ein geiles Gefühl. Sie macht so einen auf unerreichbar, einen auf schickimicki auf den Bildern, Bruder. Chillt da mit ihren Bonzen, Digga. Champagner. Bruder, ich habe einfach Nudes, Mann. Die hat richtig geile... Nee, ich gehe jetzt nicht so ins Detail. Aber das ist halt einfach der Kick für den Mann, bin ich ehrlich. Auch als damals The Fappening am Start war, obwohl die Nudes waren ja teilweise richtig eklig, Alter. Aber da war halt einfach der Kick so. The Fappening, weißt du echt nicht? Nee, Digga. Du bist so ein Lügenbold. Ich schwör auf alles, ich weiß nicht, was du meinst. Das hört sich einfach nur pervers an, The Fappening. Livestream, er hat nicht The Fappening mitbekommen. Digga, du hast ja absolut hinterm Mond gelebt. Wann war das denn? Wie lange ist denn das her, Livestream? Wie viele Jahre? Da wurde Apple gehackt, Bruder. Die iClouds von ganz vielen Stars, wo massenhaft News drin waren. Hunderte von allen möglichen Weltstars, Digga. Die wurden alle geleakt. Das hieß The Fappening. Das war dann so eine Complication. Und da war, was ich da richtig krass fand, da waren ganz viele, die meisten Stars, gerade die weiblichen, zeigen sich ja auch mal freizügiger auf Instagram und so. Mal zumindest in Unterwäsche oder haben mal ein bisschen weniger an. Und dann haben die richtig die Nudes, viele waren nämlich ohne Gesicht, aber dann haben die richtig die Leberflecken von den Frauen markiert und gezeigt, das. Die sind 1:1 an der gleichen Stelle, das ist die nackt. Ja, RIP. Würde ich mal beim November mitmachen? Nee, Digga. Die Frau, Digga, kennst doch bestimmt Tribute von Panem, ne? Mhm. Die zum Beispiel. Die waren die heftigsten eigentlich. Einer der heftigsten Leaks. Wer ist denn die nochmal, Livestream? Die Dame. Jennifer Lawrence hat ich. Genau. Und wie hieß denn die andere nochmal? Ah, von High School Musical. Ja, da waren einige dabei. War eine Miley Cyrus dabei? Ich glaube nicht. Weiß nicht mehr, Digga. Aber viele Nudes, die waren echt richtig wack. Ganz ehrlich, Mann. Isa weiß das alles, obwohl er damals locker 12 war. Bruder, mit 12 kann man schon anfangen. Ja, ich habe mit 11 angefangen. Da habe ich noch nicht mal, da ist noch nicht mal was rausgekommen bei mir, da habe ich nur heiße Luft. Stimmt, war bei mir auch so am Anfang. Aber das war das Beste, Digga. Da konnte man auch richtig oft hintereinander noch, weil man dann noch nicht dieses, geht jetzt nicht mehr. Da konnte man direkt weitermachen, ich weiß das noch. Huch. Scarlett Johansson auch, hui. Was? Das weiß ich gar nicht mehr, Isa, Alter, wird nochmal reingegoogelt.
Digga, das weiß ich echt nicht mehr. Die hatte ich damals nicht auf dem Schirm. Das ist alles schon ein paar Jahre her. Bruder, da bin ich jetzt keine Fax, Mann. Hannah Montana war immer Traum, Bruder. Ja, geht. Kate Upton, Bruder, schönste Frau vom live vom GTA-Ladebildschirm. Ja, ich kenne die. Carsten gleich für 10 Minuten weg. Sag mal nur Vornamen von deiner Lieblingspornodarstellerin, Carsten. Alter, Isa hat einfach recht, Mann. Isa. Bruder, ist die schön. Ach du Scheiße. Bin muted. Er ist echt muted. Oh no. Junge, er ist einfach echt weg. Spaß, bin wieder da. Sag mal Lieblingsnamen. Nee, sag mal nur den Vornamen von deiner Lieblingspornodarstellerin. Warum den Vornamen? Kann auch den ganzen sagen. Sag mal, ich will gucken, ob ich die kenne oder ob ich sie dann errate. Lass mich kurz. Wirklich aktuell, oder? Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Alter. Blanche? Blanche Bradbury? So eine Blonde? Okay, nee. Da bin ich. Okay. Meine ist von Alltime Nicole. Kommst du auf einen Nachnamen ohne Chat? Junge, Chat, was macht ihr da eigentlich, ihr Schweine? Schon komisch zu wissen. Das ist halt auch, Geschmäcker sind verschieden, ne? Aber es ist auch so phasenweise, immer wenn man so eine neue entdeckt, dann denkt man sich so, boah, Alter, geil, Mann, jetzt erstmal die ganzen Dinger von der reinziehen. Und bloß nicht den Namen von ihr vergessen. Ich hab damals immer so ein, ich hab so einen Ordner auf dem PC gehabt, weil ich mal gesagt, dass es jemand findet, hab den Bio-Referat genannt und hab da die ganzen Links von den besten Pornos abgespeichert. Immer so einen richtig langweiligen Namen für den Ordner genommen, damit da bloß niemand drauf kommt. Aber Chat, ich weiß jetzt echt. Es ist auch einfach 3 Uhr. Huiuiui. Der Talk war verdammt geil. Da gehen nochmal spezielle Grüße raus an Isa, Alter. Ja, film me. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle, just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25. I'm thanking God for letting me see in 26. Shit.